Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Das war heute ein ganz besonderer Tag für die Abiturabsolventen der Gesamtschule Salzkotten. Unter dem Motto Last Abisod fand in der Mensa der GESA die stimmungsvolle Abiturfeier 2023 statt. Die jungen Männer und Frauen, sie zogen hier zu den emotionalen Klavierklängen von Theresa Loh in die Mensa ein. Sie hatten heute allen Grund zum Feiern, denn auch aufgrund der zurückliegenden Pandemie hatte man auch von ihnen einiges abverlangt. Auch der Lehrkörper, er hatte es immer wieder verstanden, durch ungewöhnliche Maßnahmen den Unterrichtsstoff auf einem hohen Level zu halten. Schulleiter Berthold Fischer wies in seiner Begrüßung auch noch einmal auf die Problematik der zurückliegenden Corona-Zeit hin. Unabhängig von Raum und Zeit, besonders deutlich wurde das während der Corona-Pandemie, habt ihr euch bis zum Staffelfinale durchgekämpft und da könnt ihr stolz drauf sein. Auch die letzte geplante Staffel geschafft und mit Erfolg beendet zu haben. Egal wie das jetzt weitergeht, das ist erstmal ein Grund zu feiern. Heute, das ist euer Tag, the last episode, ein Meilenstein in eurem Leben. Genießt den Tag und lasst euch feiern und feiern. Auch Norbert Menke, stellvertretender Bürgermeister, richtete herzliche Worte an die Abiturienten und Abiturientinnen. Denken Sie daran, dass es nicht immer darauf ankommt, ob am Ende etwas Greifbares im Kasten ist. Die Wertschätze sind die Erinnerungen, die Sie mitnehmen, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Beziehungen, die Sie geknüpft haben. All diese Dinge sind unersetzlich und werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. Für die musikalische Untermalung sorgte Theresa Loh, die das Publikum mit ihrem emotionalen Spiel in den Bann zog. Dann war es endlich soweit, Bühne frei für die 36 Absolventinnen und Absolventen. 36 bekamen das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, während 9 Schüler und Schülerinnen das Fachabitur abschlossen. Für sie ist heute wohl ein Schritt zum Erwachsenenleben, zumindest offiziell vollzogen. Ein wichtiger Lebensabschnitt ist nun Vergangenheit und ein neuer wird das Leben dieser jungen Menschen bestimmen. Sie werden jetzt lernen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und wie man weiß, ist das ja auch nicht immer das Leichteste im Leben. Dazu braucht man vor allen Dingen Mut und Zuversicht. Wohl auch Attribute, die die Gesamtschule in Salzkotten auch mit auf den Weg gegeben hatte. Ja, wie wird die Zukunft dieser Generation aussehen? Die Erwartungen an einen künftigen Beruf, sie sind vermutlich hoch. Er sollte in erster Linie Spaß machen und im besten Fall eine sichere Zukunft bieten. Für viele spielt dann bei der Berufsorientierung auch eine gute Universität eine Rolle. Aber hier darf man ruhig mal sehr optimistisch sein, denn es breiten sich Studienfelder in einer noch nie gekannten Größe aus. Nicht alle aber werden diesen Weg gehen oder wollen. Es gibt noch zahlreiche Berufszweige, die händeringend nach Nachwuchs suchen. Auch
Das Handwerk mit seinem goldenen Boden bietet glänzende Perspektiven. Und schlecht verdient wird dort auch nicht. Nun ja, diese Orientierung, sie warten jetzt auf die jungen Leute. Und hier darf man denen viel, viel Glück dabei wünschen. Und für diese fünf jungen Abiturientinnen hatte man noch besondere Ehrungen vorgesehen. Lisa Strothe, Maike Frohn, Ronja Stute, Selina Kramer und Jasmin Grünke. Die von der Stadt Salzkirchen ausgelobten Preise für die besten Abiture überreichte stellvertretender Bürgermeister Norbert Menke an Lisa Grothe, Mareike Frohn und Ronja Stute. Lisa Grothe konnte außerdem den von der Buchhandlung Schmeschede gestifteten Preis für Leistungen im sprachlichen Bereich empfangen. Maike Frohn wurde wegen ihrer herausragenden Leistungen im MINT-Bereich mit einer Auszeichnung der Firma Elektro Müller geehrt. Der Kreativpreis, gestiftet von Hederle, erging an Selina Kramer, die mit außergewöhnlicher Kreativität beeindruckte, und den von der Firma Bäckerei Lange gestifteten Aufsteigerpreis für die stärkste schulische Entwicklung. Darüber durfte sich Jasmin Grönke freuen. Auch sie trugen zum Gelingen dieses Tages bei, die Schulband mit ihrem Stück Nothing Else Matters, so nah, egal wie weit entfernt. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.